Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zur Pressekonferenz der Augsburger Panther nach dem heutigen Heimspiel gegen die Grizzly Adams Wolfsburg. Bei uns sind wir über die beiden Trainer, Fabio Gross, auf Seiten der Erste und unserem Coach Larry Mitchell. Und wie immer wollen wir beginnen mit dem Statement des ersten Trainers, den wir zum Sieg gratulieren dürfen. Herr Gross, bitte Ihr Statement. Ja, guten Abend. Wir müssen ein bisschen anders starten heute. 6-3 gegen Berlin, 7-1 gegen Ingolstadt, 6-Tor in Nürnberg. Gegen uns, das beste Spiel 5-3. Man muss sagen, alles eine offensiv sehr, sehr starke und gefährliche Mannschaft, Augsburg. Und auch disziplinierte Mannschaft in dem System. Das haben wir auch gewusst, das war uns auch bekannt. Deswegen haben wir einfach heute gesagt, wir haben nur eine einzige Chance hier zu bestehen, hier zu gewinnen, wenn wir gut defensiv spielen. Haben wir eigentlich solide gemacht, klar, auch gegen so eine starke offensive Mannschaft kannst du es nicht vermeiden, dass die keine Chancen, keine Scoring-Chancen eigentlich sich erarbeiten. Sie haben ein paar gehabt, das wissen wir auch. Der Sebastian Vogel war gut im Tor, aber wir haben, glaube ich, auch viele, vor allem im zweiten Drittel, sehr viele Chancen gehabt. Ich bin zufrieden mit der Defensive, die wesentlich besser war als gegen Mannheim. Da haben wir uns einfach auskontern lassen. Das war ein dummes Spiel von uns, aber es passiert, abgehakt. Es war eine gute Antwort heute. Und ich bin auch zufrieden mit der Disziplin. Mit der Disziplin, die wir heute auch hatten, vor allem im letzten Drittel, haben wir uns aus dem Konzept nicht bringen lassen. Das war eine gute Disziplin und letztendlich sind wir froh, hier 3 Punkte gewonnen zu haben. Danke. Vielen Dank, Pablo Gross. Larry, dein Statement zum Spiel. Ja, gratuliere Pablo und seine Mannschaft. Dieser Sieg war sicherlich verdient. Wir wussten, dass Wolfsburg eine sehr gut gecoachte Mannschaft ist, der alle 3 Drittel die Räume eng macht. Und wir hatten einen Plan und wussten, dass wir unser Gegentor niedrig halten mussten, weil man bekommt nicht viele Chancen. Und ich denke, trotz der Strafzeiten, die gegen uns gepfiffen worden sind im zweiten Drittel, mit 1-2 in die Gewinne zu gehen, hatten wir noch alle Chancen, den Ausgleich zu schießen. Ich denke, wie Pavel schon erwähnt hat, haben wir eine oder andere Chance gehabt vor allem in Ubertau und haben es versäumt, den 2-2 zu schießen und in diesen Unterzahl am Schluss von die 4 Minuten gegen uns hat Benny Goal eigentlich uns das Genick gebrochen mit diesen 1-3. Nichtsdestotrotz haben wir nicht aufgegeben und haben versucht, alles zu machen. Und das war ein sehr frustrierender Abend für uns. Es ging schon beim zweiten Wechsel vom Spiel. Wir haben hier letzte Wechsel und die Schiedsrichter haben das Spiel zu leiten. Pavel hat 60 Minuten lang Verteidiger aufs Eis geschickt. Wir haben unsere Stürmerreihe aufs Eis geschickt, nachdem wir letzte Wechsel haben. Pavel hat wieder seinen Verteidiger runtergenommen und hat wieder andere Verteidiger aufs Eis geschickt. Und das ist für mich gutes Coaching und man erwartet, dass die Schiedsrichter, die das Spiel leiten mussten, eingreifen und das haben sie nicht gemacht und deswegen war es ziemlich frustrierend für uns. Ich habe eine Verwarnung gekriegt. Ich glaube, die ersten 2 Minuten vom Spiel, wo ich eigentlich letzte Wechsel haben durfte, nicht wechseln. Und das hat sicherlich eine Rolle gespielt heute. Aber wie ich sagte, wenn wir nicht in der Lage waren, den 2. Tor zu schießen, dann waren die 3 Punkte für Wolfsburg mehr als verdient. Danke, Larry. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Christoph Höhnleitner hat sich am Freitag verletzt. Da habe ich von einer Oberkörperverletzung geredet. Was fehlt ihm und wie lange glauben Sie, müssen Sie auf ihn verzichten? Wiederhole kurz die Frage in der Aufzeichnung. Die Frage nach Christoph Höhnleitner, wie lange man auf ihn verzichten wird voraussichtlich? Das weiß ich nicht, weil wir sind eigentlich am Samstag schon wieder nach Augsburg gefahren. Da hat Christoph eigentlich gar nicht gesehen. Da haben wir gar nicht gehört. Und wie lange es dauert, wissen wir nicht. Der konnte nicht spielen, macht eigentlich keinen Sinn für mich zu gucken, was der hat oder nicht hat. Der wird morgen ins Krankenhaus gehen zu seinen Ärzten. Morgen wissen wir mehr. Danke.
Warte, Frage, Moment. Leider, es gab den Ausschlag für MacArthur gegen Tyler. Die Frage war, was den Ausschlag gab für MacArthur gegen Tyler heute? Ja, MacArthur hat drei Spiele auf der Tribüne gesessen und unser Plan oder Ziel ist, nicht irgendeinen Spieler versauen zu lassen auf der Tribüne. Und natürlich, wenn man 6-3, 7-1 hier zu Hause gewinnt, dann denkt man sehr lange und viel darüber nach, ob man aus dem Kader rausnimmt. Und jetzt nach der Niederlage am Freitag, wo wir sicherlich die letzten 40 Minuten lang nicht unsere beste Eishockey gezeigt haben, haben wir entschieden, den Mac wieder eine Chance geben und haben dafür den John Seiler rausgenommen. Und wir werden sicherlich im Laufe der Woche beim Training genauso eine Entscheidung treffen müssen für das nächste Spiel. Dankeschön. Zweite Frage. Ein enttäuschender Eindruck oder müsste die Face-Off-Statistik deutlich für Wolfsburg ausgeweitet sein oder haben wir wieder verschaut? Frage zur Bulli-Statistik von Peter Beinigam. Das letzte Drittel habe ich nicht geschaut. Das erste Drittel haben wir 19 Bullies verloren. Das heißt, eine Einschätzung ist wichtig. Wolfsburg war sicherlich der bessere Mannschaft im ersten Drittel im Bulli-Kreis und im zweiten Drittel war es 12-12. Da waren wir sicherlich besser. Und wie das im letzten Drittel war, habe ich noch nicht geschaut. Aber wenn Wolfsburg im letzten Drittel auch mehr Bullies gewonnen haben, dann liegst du komplett richtig. Und das ist sicherlich ein Faktor, was wir oft ansprechen. Das ist ein Faktor, der uns sehr geholfen hat. Am Freitag, vor allem im ersten Drittel, wo wir 3-1-Führung herausgespielt haben. Wir haben über 70% von den Bullies gewonnen und das ist sicherlich unser Ziel. Weil wenn man gegen Mannschaften spielt wie ein Wolfsburg oder ein Nürnberg, man will nicht ständig die Schaden haben. Weitere Frage. Und mal nicht. Dann vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank fürs Kommen in Wolfsburg, einen guten Nachhauseweg. Nächste Spiele der Matta, Freitag in Straubing, Sonntag auch wieder 14:30 Uhr dann hier gegen die Andermannheim. Einen schönen Abend. Guten Abend.